Und zwar wurden die neuen Items Deem Raid droppen können. Die wurden geleakt, Spoiler Alert, wenn ihr die nicht sehen wollt, wegschalten. Und zwar, Gnomeregan kriegt ja wieder neue Epics, neue Sets und so weiter. Und die sind auf dem PTR jetzt mit draußen. Und die wollte ich mir mal anschauen. Wir gehen rein mit den Waffen. Das Wichtigste zuerst und das Schlechteste am Ende, Plate Armor. Und zwar, wir gucken mal rein, ein Stab. Ein Defibrillatum-Stab. Ein Defibrillator, im Endeffekt. Das ist ein Healer-Stab. Und der Healer-Stab hat aber auch Arcane Damage mit drauf. Das scheint für einen Mage Healer zu sein, vor allem, oder? Das sieht auf jeden Fall aus wie gemacht für einen Mage Healer. Sind wir ehrlich. Außerdem habt einen 30 Minuten Cooldown und könnt jemanden wiederbeleben. Also wie mit einem Defibrillator, im Endeffekt. Und Dudu Hybrid vielleicht, auch noch mit da drauf. Aber dieses Ding mit dem Arcane Damage sieht auf jeden Fall nach einem Arcane Healer aus. Definitiv. Dann haben wir eine Zweihandwaffe. Man muss aber sagen, diese Zweihandwaffe ist sehr schnell. Es ist eine Epic Zweihandwaffe, ja, sehr gut, aber die ist sehr schnell. Normalerweise willst du immer eine sehr langsame Waffe haben. Also 2,7, das wirkt nicht unbedingt gut, sage ich mal, mit der Geschwindigkeit. Der Rocket Cleaver. Eine Pala Shaman Waffe. Ein Pala Shaman kriegt, glaube ich, noch eine andere Waffe. Aber auch die wollen eigentlich langsame Waffen haben. Langsame Waffen, mehr Damage mit deinen Siegeln, mehr Damage mit Windfury. Ja. Also es gibt eigentlich kaum jemand, der 2 spielt und keine langsame Waffe will. Wegen Windfury vor allem. Weil Windfury Proc ja Weapon Damage macht. Und langsame Waffe, mehr Weapon Damage. Right? Hydrostab, den kriegt man, den kennen wir von damals. Den gab es auch damals schon unter Wasseratmung. Hat er mit drauf. Finde ich lustig, ja, dass der einfach so drinne behalten wurde. Ist ein cooles Item. Ja, will ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier ein Schwert. Auch ein Zweihandschwert. Hat ein bisschen besseren Speed. Aber es gab es auf jeden Fall. Noch ein Zweihand. Es gibt super viele Waffen hier drin. Kann das sein? Ich frage mich, ob man die Frostresi braucht. Ich denke genauso viel, wie du die Shadowresi in BFD brauchst. Ja. Ist auf jeden Fall immer noch Mie. Ja. Aber noch eine Zweihandwaffe. Und noch eine Zweihandwaffe. Also die haben einfach 3 Zweihandwaffen da reingeworfen. Also super viel Stuff. Junge, Junge. Aber wie gesagt, diese 2,7 Speed ist ein bisschen meh. Aber ich denke, Krieger wird vielleicht sowieso Dual Wield spielen. Ne? Dann haben wir hier noch einen Stab. Mit Damage und Healing drauf. Der Giga Chopper besser als die Zweihand Epic Axt? Ah, ich glaube nicht unbedingt. Obwohl Stärk und Agi hat die, ne? Eigentlich schon, doch. Vor allem kannst du Swordsback spielen, ne? Mit Schwertsback auf jeden Fall, denke ich. Könnte sein, tatsächlich. Dass der Giga-Chopper besser ist, ja. Das könnte passieren. Hier ist ein Stab mit 4 Intelligenz und 4 Stamina drauf. Das ist nicht wirklich viel, würde ich sagen. Und der gibt dir 1% Hit, finde ich gut. Brauchen Mage sowieso. Und er gibt dir Spell Damage, 20. Da haben wir noch einen Polearm. Der ist eigentlich auch ganz gut, ne? 15 Int, 15 Stärke, 15 Agi. Sieht ein bisschen aus wie eine Hunterwaffe. Eindeutig. Und jetzt kommt eine Waffe, wo ich sehr traurig bin, dass sie die nicht epic gemacht haben. Weil für mich persönlich ist es die Gnomeregan-Waffe. Also die Gnomeregan-Waffe. Und das ist der Crowdpummler. Der ist für Paladin, Shaman und Druide. Nur diese 3 Klassen können ihn nehmen. Also wirklich nur die. Und erstmal gibt es dir natürlich Damage für den Feral und es gibt dir einen On-Use-Effekt mit 50% Attack-Speed für 30 Sekunden. Das ist eine ganze Menge. 30 Sekunden ist normalerweise ein Boss-Fight. Also wenn du den gut einsetzt, in einer guten Gruppe, hast du 50% Attack-Speed durchgehend in dem ganzen Fight. Junge, Junge. Zweitung, Nullspeed ist schon arg für Shaman oder Paladin. Ja, aber ich denke, der Attack-Speed wird jetzt wieder ein bisschen aussortieren. Das geht schon. Also mit dem Proc hier drauf. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt einen Raid hätte, ich würde das Ding auf jeden Fall erstmal auf Feral schieben. Für mich ist das eine Feral-Rio-Waffe. Aber man wird sehen. Man wird sehen.
aber die macht nur 85 Damage, ist ja nicht so relevant. Also später wirst du, das Scaling kommt hier drüber. Überleg mal, wie viel, also 50% Attack Speed. Das ist super, super viel. Also wirklich super viel. Wenn ich ein Krieger wäre und ich könnte das Ding tragen, ich würde das Ding nehmen. Das ist so insanely viel Attack Speed für den gesamten Bossfight. Das darfst du nicht unterschätzen. Also du darfst nicht immer nur auf diese Value schauen. Also das hier ist unglaublich insane. Mehr als Bloodluster. Und das waren die Zweienwaffen. Wie wird die Gnome-Ring an Abkürzung sein? Gnome. Normalerweise. Oh. Noch mehr Epics. Uiuiui. Mainhand-Waffen. Erstmal haben wir ein Schwert dabei. Und bei diesem Schwert, ich weiß nicht, wer das tragen will. Also wer will dieses Schwert nehmen? Ein Rogue will es nicht nehmen. Und ein Warrior will es nicht nehmen. Könnt ihr mir verraten, wer das für wen das Item ist? Für einen Palatank vielleicht? Maximal ein Palatank, ne? Ein Schurk Offhand, das ist Mainhand. Mainhand only. Das ist eine Vendor Needle, ja. Das ist die Vendor Needle. Ein Melee Dual Wield Hunter, du willst Weapon Damage haben. Eine Tankwaffe brauchst du nicht. Leute, ihr wollt ja Weapon Damage. Ein Tank Warrior will Weapon Damage haben. Da willst du keine 1,7er Waffe haben. Genau wie ein Hunter Weapon Damage haben will für Raptor Strike. Manson, danke für den Raid. Ein Spell Enhancer, das ist ein Schwert. Also, ich find's weird, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall wasted, denke ich. Außer es kommt irgendwas Besonderes raus. Das Ding ist zum Entzaubern, jupp, definitiv. Dieses Ding finde ich sehr interessant. Das könnte auf jeden Fall eine gute Waffe sein für einen Krieger über die Mainhand. Und das Lustige an dieser Sache ist, es ist eine Melee-Waffe. Eine Melee-Waffe, die Caster bufft. Bedeutet, wenn das Ding prockt, machen die Caster mehr Schaden, weil die Resistenzen vom Boss runtergesetzt werden. Und Spell Damage increased bei 6%. Für 5 Minuten. Dieses Ding auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Das wäre gut für einen Spellhancer. Nee. Die ist zu langsam für einen Spellhancer. Meiner Meinung nach. Das Ding packst du auf eine Klasse, die einfach nur da ist, um das Ding zu buffen. Ein Spellhancer würde eher den Dagger hier tragen. Das hier ist ein Item für einen Spellhancer. Du wirst schnelle Angriffe haben für mehr Mehlstrom-Procs. Der Dagger ist insane. 1,2 Speed, perfekt für Mehlstrom. Spell Damage mit drauf. Ich wurde geradet, hab schon Danke gesagt. Ja, von Manson. Der ist sehr, sehr gut. Und halt, wie gesagt, einfach Spell Damage, Int, Samina, alles, was du brauchst. Yuri Offhand Bissdagger, Leute, Mainhand. Mainhand. Das sind Mainhand-Waffen. Da geht gar nichts in die Offhand von. Den kannst du nicht in die Offhand packen. Kleiner Raid, vielen, vielen Dank. Und dieses Ding ist halt auch gut für Spellhancer, wenn jemand anderes das trägt. Ihr müsst ja nicht die Person sein, die den Dot auf den Gegner macht. Der Dot, wenn er drauf ist, ist ja für alle da, right? Dementsprechend würde ich das Ding endlich wieder einen Krieger geben, einem Rogue oder einem normalen Enhancer. Je nachdem, was halt Meta ist, ne? Muss man sehen. Ein Rogue hat, glaube ich, Crit-Rating, oder? Warte mal. Ein Rogue hat, glaube ich, Crit-Rating mit... Kann ich hier, warte mal, ich guck mal nach, was ein Rogue hat. Also ausziehen muss man den nicht. Das ist ein sehr gutes Ding. Aber ich glaube, Rogue hat hier... Warte mal. Ich glaube, Rogue hat Faustwaffen-Crit, oder? Ja. Crit auf Faustwaffen. Und der Rogue kriegt Gift-Damage mit. Also jeder macht mehr Schaden. Das Ding ist ja ein Raid-Buff. Das dürft ihr nicht vergessen. Also dieses Ding ist ja nicht nur für euch persönlich, das ist für jeden, der Damage macht. Das ist sowas wie Thunder Armor oder Fairy Fire oder Curse of Recklessness, Curse of Elements. Das ist flat 6% Spell Damage auf den Gegner. Das ist ein super guter Buff wieder für Caster.
Also ich denke, das Ding ist eine gute Waffe. Insgesamt gesehen. Dann haben wir hier einen Mace mit Healing. Einfach ein Heal Mace, right? Aber es sind schon sehr viele Epics mit drin, muss man sagen. Dann kommen wir auf die Einhandwaffen. Und die Einhandwaffen gehen natürlich Mainhand und Offhand. Die kannst du auf beide Spots tragen. Oh, da gehen gar nicht so viele von. Das sind gar nicht so viele. Auf jeden Fall haben wir einen Dagger dabei. Ist unique, könnt ihr nur einmal tragen. Mutilate könnt ihr nicht zweimal nehmen. Oh, das ist... Warte mal. 1,9 Speed. Ja, ist gut für Ambush eigentlich, weil er langsamer ist. Aber das hier ist interessant. 30 Nature Damage alle 5 Sekunden um den Gegner herum. 8 Yard Radius. Vom Caster herum. Wenn das Ding prockt, habt ihr eine Giftaura um euch drum herum. Das klingt irgendwie sehr interessant. Für Rogues komplett unbrauchbar durch diesen Proc im PvP. Ja, stimme ich dir zu. Weil du willst ja nicht Damage auf Targets haben als Rogue, das du nicht kontrollieren kannst. Der Zap wird gebrochen, der Blind wird gebrochen, der Gouge wird gebrochen. Bin PvP-Rogue nicht so geil, aber es ist interessant. Vor allem, wenn man jetzt an Speedruns denkt, wo man irgendwie 50 Mobs auf einmal tötet. Für einen Rogue-Tank ist es interessant, auf jeden Fall. Also für jeden, auch für einen Krieger-Tank vielleicht. Für die Offhand. Klingt auf jeden Fall funny, ne? Diese Axt, denke ich, ist eine ganz gute Offhand-Axt für Warrior. Aus dem Grund, sie ist sehr schnell. 1,6. Und dieses Ding hier sollte stacken mit Thunder Armor und mit Fairy Fire. Also der Warrior könnte ein kompletter Supporter werden. Das Ding in die Main Hand, mehr Damage für alle Caster. Das Ding in die Offhand, mehr Damage für alle Melees. Und dann pumpst du rein. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Und dieses Item gibt es auch in Maraudon, glaube ich. Das Item gibt es in Maraudon als Hacke, soweit ich weiß. Ja, ich meine Uldaman. Ja, hier. Mit 100 Rüstung weniger. 30,3. Und dieses Ding hat auch 30,3. Ähnliches Item. Dann haben wir hier noch einen Defense Mace, der auch komplett wasted ist. Also solche Items werden einfach disenchanted. Ja. Was willst du damit? Der Weapon Speed ist leider absolut bad. Zu langsam und zu schnell ist genau ein Mittelding, braucht keiner. Das Ding nimmst du, wenn du sonst nichts anderes hast. Right? Genau wie den hier. 2,4 ist auch wieder so ein komisches Value-Ding. Also die beiden, denke ich, werden sehr viel weggeschmissen werden. Priesterin habe ich präsentiert, ist auf meinem YouTube hochgeladen. Haben wir schon reingeschaut, ja. Hier ist der Channel, da ist alles hochgeladen, die letzten Videos musst du einmal reinschauen. Ist auf jeden Fall ein wildes Ding. Also ich denke, Ultrasonic Blade ist gut und Toxic kann auch gut sein. Offhand. Hier geht's weiter. Oh, Leute. Ich sehe was Gutes für einen Enhancer. Was sage ich zum Tank? Rankingmäßig gut bis schlecht. Welcher Tank meinst du? Was sagst du zu Tank? Was für einen Tank meinst du? Paladin, Shaman, Krieger. Einfach beide Offense. Overall gesehen. Hä? Die Frage muss man nochmal erläutern. Was sagst du zu Tank rankingmäßig? Mit was willst du Tank denn vergleichen? Also ein Tank vergleichst ja du mit anderen Tanks, oder? Also du hast einfach wieder ein Healing Offhand und ein Spell Damage Offhand. Ganz klassisch. Wie ich die Tanks ranke. Ah, okay. Also verschiedene Tanks. Also für Phase 1 Warrior ganz oben. Dann Paladin. Nee, warte. Warrior, Shaman, Paladin, Warlock, Schurke. Ist meine Phase 1. Und Phase 2 wird man sehen. Je nachdem, ob du Horde oder Allianz bist auch. Ne? Einfach wieder zwei Offhand, Spell Damage Dinger. Die kannst du kombinieren mit dem Dagger hier. Ne? Machst du das hier rein, den Dagger. Eine Offhand Feral nicht mal reingepackt. Ne? Sehe ich nicht als Tank. Und dieses Item, diese Faustwaffe, könnte für einen Enhancer interessant werden, wenn Spellhancer keine Meta wird. Denn die hat einen langsamen Speed.
Und wie ihr euch erinnert, mit dem langsamen Speed, Lava Lash macht Weapon Damage mit der Offhand. Und deswegen war auch Lava Lash, also war Enhancer nicht so gut im BFD, weil es gibt kein Offhand im BFD mit langsamem Speed. Also das könnte Lava Lash Enhancer ein bisschen pushen, das Item hier. Was abgehen würde, ich denke, Krieger wird abgehen. Safe. Krieger und Enhancer. Feral sieht auch gut aus. Der Effekt ist sehr, sehr lustig. Von dem Schraubenschlüssel. Ist ein interessantes Ding für PvP. Wenn du irgendwie ein Rogue bist und hast das Item und du weißt, okay, du kämpfst jetzt gegen einen Retri oder gegen einen Warrior, kannst du diese Axt reinswappen. Und hast eine Chance auf einen Disarm. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ist halt so ein Fun-Item einfach, würde ich sagen. Ne? Die Epics sind bisher ganz solide. Also nicht alle sind so geil. Also die Axt hier ist irgendwie weird. Der Healer-Stab ist ganz okay. Der hier ist sehr gut. Der Schredder ist richtig gut. Und die Nadel ist absoluter Mist. Und das Blade hier ist auch gut. Überlegt euch mal, wie gut Kelris Stab ist. Der Kelris Stab ist sowas von Priebis. Wenn ihr den nicht habt als Caster, gute Nacht, ey. Der hat auf jeden Fall schon mal mehr Spell Damage als das Ding hier. Ne? Schon ein gutes Item für Level 25. Dann haben wir Ranged Waffen. Einmal eine Gun mit 2,9 Speed. Ich weiß nicht, wie viel Hunter haben wollen. Ich glaube, 2,9 ist nicht so viel, oder? Ich glaube, man will ein bisschen mehr Speed haben, right? Aber es ist einfach wieder die Armbrust plus als Gun. Eine Epic Fernkampfwaffe mit Ranged Attack Damage. Ist ganz gut für Zwerge. Die haben ja den Ranged Attack, den Gun Racial Spec. Dann haben wir hier noch eine Gun mit Attack Damage und Stamina. Und die wird ganz gut sein für Krieger, right? Maybe für einen Tank. Und da haben wir noch einen Agility Bogen. Und den wird wahrscheinlich jeder haben wollen. Den will ein Rogue haben, den will ein Krieger haben, den will ein Tank haben und so weiter. Also das hier wird für alle Melees die beste Range-Waffe. Ziemlich sicher. Unter anderem auch für den Melee-Hunter. Der wird das Ding auch nehmen. Genau, also der dominierende, der am meisten DPS fährt als Tank. Ziemlich sicher. Ja. Vor allem mit dem neuen, mit der neuen Shaman-Rune. Right. 2,7 ist Optimum, okay. Dann haben wir noch eine neue Wand mit Int drauf. Einfach, keine Ahnung, hat man einfach. Und nochmal eine Wand mit Spell Damage drauf. Also es gibt eine Wand, die ist Mist. Und eine, die ist gut. Also eine wird hier in die Tonne getreten und eine wird angezogen von den Leuten. Dann gehen wir auf die Accessories. Amulette sind hier ist der Hals. Der Necklace. Da haben wir einmal einen Dodge-Ding für Tanks. Wird man wahrscheinlich nicht brauchen, denn Tank wird wahrscheinlich auch das hier tragen wollen. Aber ich glaube nicht, dass ein Tank das hier haben will. Also die Int-Wand nimmst du, wenn du das hier nicht bekommst. Dann nimmst du die Int-Wand. Sobald du das hier kriegen kannst, nimmst du das hier. Ziemlich sicher. Also mit dem Gear und dem Level ist auf jeden Fall Spell Damage besser als das Int. Ziemlich sicher. Der Necklace hier wird, denke ich mal, genommen, wenn du nichts anderes hast. Aber der hier sollte besser sein. Auch für Tanks. Weil, wie gesagt, Tanks wollen Damage, keine Mitigation. Also wenn es noch GDKPs geben würde, dieses Necklace hier, das würde für 1000 Gold weggehen. Das ist ja so insane. Das will jeder haben. Ein Tank will das Ding haben. Ein Hunter will das Ding haben. Ein Feral will es haben. Ein Enhancer will es haben. Jeder. Rogue, Warrior, Retri, Paladin. Dieses Ding ist so broken. Holy moly. Dann haben wir hier noch einen... Also das hier wirst du wahrscheinlich nicht tragen, wenn du das Necklace hast aus BFD. Das Necklace vom ersten Boss ist besser als das hier. Dann haben wir hier noch einen Healing-Hals, einen Damage-Hals für Caster und noch einen Healing-Hals. MP5 mag ich auch sehr gerne, ja. Mit MP5 kann jeder was anfangen. Ne? Und hallo Tasek. Hallo. Dann kommen wir zu den Rücken. Okay, da haben wir eine Menge dabei. Erstmal haben wir einen mit Trash, Frost-Resistance. Außer man braucht es unbedingt. Einen mit Spirit. Also diese beiden, wenn du einen BFD-Umhang hast, brauchst du die beiden nicht unbedingt.
den ihr vielleicht, weil du hast nur 6 Spirit und 6 Int. Aber die sind nicht so gut, die beiden. Also der hier ist gar nicht gut. Right. Dann haben wir einen mit Damage drauf. Sehr, sehr schön. Einen mit Hit Rating drauf. Wird auf jeden Fall Meta sein für Melees. Den will auch wieder jeder haben. Wirklich jeder. Schurke, Hunter. Jeder will den haben. Ein Melee-Hit ist halt sehr, sehr gut. Right. Dann haben wir den Prototype, also einfach so ein Fun-Umhang wieder mit weniger Voll-Damage, Voll-Speed. Und dann haben wir noch einen mit Healing. Also ich muss sagen, die Caster-Items sehen auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Oder ein bisschen leichter zugänglich auch. Wenn ich mir überlege, wie viele dieses Item hier haben wollen. Gute Nacht. Kann es sein, dass das hier vielleicht von der Questbelohnung oder so kommt? Stimmt, das habe ich jetzt erst gesehen. Das hat Agi drauf. True, danke, Graubart. Das hat 12 Agility. Die Problematik wird sein... mit Agility, du willst trotzdem das Hit-Rating haben. Also Hit-Rating wird mehr Value haben als die Agi. Also Melee-Items werden auf jeden Fall mehr contested sein als Spell-Damage-Items. Finde ich aber auch in Ordnung, weil im BFD war es genau andersrum. In BFD haben die Caster sich so gekloppt um diese Items und Melees haben alles mitgenommen. Nee, in Cat bist du auf jeden Fall nicht. Ich denke nicht. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Bosse gecapped sind. Ne? Es gibt so wenige Items mit Hit-Rating drauf. Also so wenige. Du bist nicht mal auf Level 60 sofort gecapped. Da musst du richtig viel reinfarmen für. Right? Also Hit-Rating ist sehr, sehr rare, das zu bekommen. Und dann kommt es auch drauf an, ob es wieder Schleifsteine gibt und solche Dinge. Also den wirst du nehmen, wenn du irgendwie Hit-Rating kriegst, aber das hier ist halt so viel besser. Oh, die Ringe. Wieder neue Epics. Leute, wie viele Epic-Items gibt es bitte? Junge, Junge. Dann haben wir einmal Healing-Ring. Sehr gut. Und einen Spell-Damage-Ring. Also wieder gesplittet. Mit Mana, MP5 drauf. Die kann man einmal tragen, by the way. Wir können nicht beide nehmen. Finde ich wieder gut. Ja, für Caster wieder schön Split mit drinne. Einmal für Healer, einmal für Spell-Damage. Und die Melees, die können sich wieder kloppen. Um das Ding hier. Aber hier ist die Frage. Wieso gibt es 3 Caster-Ringe? Warum nicht? Gibt noch einen, der nicht epic ist. Genau, es sind noch keine Blacksmith-Steine geleakt worden. Der hat 7 Stärke und 7 Agi. Gibt es nicht einen Ring, für Horde zumindest, der ähnlich gut ist? 4 Stärke und 7 Agi gibt es. Und dann gibt es, glaube ich, noch den Ring aus WSG oder so, ne? Fraktion? Warzone. Hier gab es auch noch einen Ring. Mit 8-8. Also ich denke, wenn ihr einen guten Raid habt, würde ich einen sehr guten Raid, dann würde der Ring zum Beispiel erstmal einen Tank Warrior gehen. Weil sind wir ehrlich, die DPS, die haben ähnlich gute Ringe schon gesammelt. Mit ähnlichen Values. Aber überleg mal, der PvP-Ring ist drinne. Dann ist er ähnlich gut wie der hier. Also den blauen Ring, der geht an Caster, natürlich. Normalerweise. Aber ich denke, der Warzone-Ring wird Meta sein. Also wenn er drin ist, wird man den Ring hier tragen. Den hier. Und dann wird man sich den Stamina-Ring nehmen. Warte mal, kann man sich den hier auch noch kaufen? Wait. Du kannst doch zweimal den holen, oder? Oder ist der einzigartig? Ne, der wird einzigartig sein. Auf jeden Fall sind diese WSG, vor allem der Hals hier, 11 Agi drauf. Und der Umhang, die darf man nicht unterschätzen, die Items. Ne? Guckt euch mal den Umhang an. Also ich hoffe, ihr habt alle Warzone-Ruf gefarmt. Oder diese Dagger und der Bogen und die Schwerter. Diese Items sind extrem gut. Right. Bin gespannt. Was davon drin ist. Auf jeden Fall sind es einige Items dabei, die ähnlich gut wie die Raid-Items sind. Genau, Melees und Hunter kloppen sich um dieselben Items, safe. Aber du hast halt in Warzone mehr Dinge. Und sind wir ehrlich, also Classic kannst du ja nicht nur wegen den Items spielen. Ne?
Also Items bekommen im Classic war schon immer Pain. Oh, die Trinkets. Oh boy. Trinkets, Trinkets. Moment mal. Erstmal gehen wir hier rauf. Du kriegst erstmal Healing und Damage. Und du bekommst irgendwie Mana dazu. Ist aber randomized. Mana und Heal. Meine Theorie wird sein, dass Gnome auch am Anfang einfach sein wird, da die Leute Prebis sind. Gnome wird so oder so einfach sein. Das ist ein Classic Raid. Leute, ihr dürft keine schweren Raids in Classic erwarten. Gnome wird ein Witz sein. Ziemlich sicher. Dann haben wir den hier. Wieso gibt es so viele Attack Speed? Erinnert ihr euch, als ich gesagt habe, der Enhancer kann irgendwie 150% Attack Speed stacken? Es gibt noch mehr. Mit obendrauf. Junge, Junge. Aber überleg mal, diese Trinkets, die es gibt, das derzeitige Trinket aus BFD, 18 Attack Damage. Das wird ja immer noch ziemlich gut sein. Also der BFD-Loot ist auf jeden Fall noch relevant. Wenn ich mir so die Items anschaue, auch der Necklace hier. Oder der Umhang. Definitiv immer noch relevant, die Items. Dann haben wir Makes an ally immune to snare and immobile. Holy. Damit kannst du einen Kollegen aus Roots rausbekommen. Ohne Spaß, das ist ein gutes Item für einen Warrior für PvP. Da kannst du nochmal weiteres Mal auf einer Mage Nova rauskommen. Ich meine, sind wir ehrlich. Für PvE willst du das Ding nicht unbedingt brauchen. Außer es gibt irgendwie einen Bossfight, wo du das brauchst, aber... Dann habe ich hier einen Tank-Trinket, wo ich auch denke, das wird nicht unbedingt wichtig sein. Kriegst halt einfach Armor mit dazu. Ja. Und eine Dodge-Chance. Und dann haben wir noch ein paar Fun-Dinger, da kannst du dich in einen Trog verwandeln. Ob das irgendwas bringen wird, keine Ahnung. Und hier gibt es einen Battle-Chicken. Und das Ding ist mit dem Battle-Chicken, es wurde gedatamined, dass dieses Battle-Chicken dir Attack-Speed geben kann. Nochmal mehr Attack-Speed. 100.000 Armor macht einen Bär unbesiegbar. Aber jeder Tank ist unbesiegbar normalerweise. Das ist halt so das Ding. Also Mitigation ist halt wie gesagt ein Meme in Classic. Du brauchst keine Crit-Immunität, du brauchst keine Schilde, du brauchst gar nichts. Gefühlt ein nackter Krieger kann den Raid tanken. Deswegen, solche Items sind cool in der Theorie, aber du brauchst sie im Endeffekt nicht. Genau, quasi so ein bisschen ein Mechanical Wendigo auf CD, ja. Ja, 60er Raids hoffe ich mal, dass sie ein bisschen härter werden. Ich glaube, die Level Raids werden nicht hart werden. Ich meine, sie haben ja schon gesagt, dass hier Gnummerigan ungefähr so wie BFD werden wird. Ist das im PvP interessant mit dem Armor? Für einen Flag Carry. Ja. Aber die Problematik ist, du verlierst Laufgeschwindigkeit. Also, könnte interessant sein. Ja. Mit Flag Carry oder für Arati-Becken. Das kann ich mir vorstellen. Du bist Arati-Becken und du defendest eine Flagge alleine als Metamorphosis-Warlock und haust dir das Trinket rein. Mit 600% Armor-Value. Und kannst dann 10 Sekunden länger die Flagge verteidigen. Dafür macht es auf jeden Fall Sinn. Interessant, dass so viele Items Resistenzen haben. Da sind sie einfach nur dem Classic-Style treu geblieben mit den Armor, mit den Items. Ich meine, wir schauen uns mal hier Molten Core an. Da gibt es so viele random Items, die einfach irgendwelche Resistenzen drauf haben. Hier, Schattenwiderstand auf Schuhen. Random. Feuerwiderstand hier drauf. Da ist auch Schatten drauf. Also hier gibt es so viele Items mit random Resistenzen. Das ist einfach Classic-Style, ne? Hier. What the heck? Was ist das bitte? Also ich finde es cool. Es ist halt wasted, maximal wasted, aber ich finde es leicht. Die Leute meinten BFD easy, aber sind die ersten Woche 5 Stunden dahin gewiped. Also wir haben BFD sofort geklärt. First Try. Und es war easy. Natürlich muss man den Raid kennenlernen, aber objektiv gesehen ist BFD ein einfacher Raid. Ja, Pax, aber objektiv gesehen ist es ein einfacher Raid. Du kannst mir nicht sagen, dass es objektiv schwer ist. Und die Leute sind nur bei Kelris gewiped, weil sie halt kein Consumables genutzt haben. Hätten sie in der ersten Woche eine Fab gehabt, hätten sie das geschafft. Locker. So.
Hier kommt was Interessantes, liebe Leute. Helme. None from Raid. Ich gehe mal kurz runter. Helme, not from Raid. Es gibt keine Helme in diesem Raid drin. Aber wir haben uns ja die Berufe angeschaut im anderen Video. Es gibt Helme von Berufen. Jeder Beruf hat einen eigenen Helm. Blacksmithing, Leder, Stoff und so weiter. Also da wird dann, darüber wird der Helm kommen. Also es wird wahrscheinlich nötig sein, dass ihr einen Beruf habt, der einen Helm herstellen könnt. Also jeder Beruf wird Biss werden. Nehme ich an. Außer es wird noch ein Helm dazukommen. Wer weiß. Okay, was haben wir hier? Wir haben Cloth dabei. Spell Damage Schulter mit 12 Spell drauf. Mich interessieren, ehrlich gesagt, vor allem die Set-Items. Also, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Mich interessieren die Set-Items vor allem. Hier haben wir den Cloth-Item mit Agi drauf, wieder komplett random. Hier sind Set-Items. Das sind drei verschiedene. Aber ich glaube, die Set-Items gucken wir uns später gleich nochmal an. Ich geh mal kurz schnell durch und wir schauen dann nochmal die Sets an. Nochmal gebündelt, okay? Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Bevor wir jedes Item so komisch durchschauen. Gute Cloth-Probe mit Spirit drauf. Mich interessieren vor allem halt so die Off-Parts. Healing done, Damage done. Wieder schön gesplittet. Ja, nicht wie in BFD, dass sich beide um ein Ding streiten. Champion immer noch Lederer oder Schmiedekunst. Es kommt auch an, was für ein Helm kommt. Lederer kann halt Mail herstellen. Wir wissen halt nicht genau, was reinkommt. Ich würde mit dem Beruf immer noch ein bisschen warten, bis wir genau wissen, was reinkommt. Ansonsten kann es sein, dass du dir Blacksmith hochskillst, aber Lederer ist dein Meta-Spec. Genau wie für einen Schmied. Also mit meinem Krieger werde ich warten, was für ein Plattenhelm reinkommt. Es kann nämlich sein, dass der Lederhelm besser ist als der Plattenhelm, dann willst du Lederer skillen und nicht Blacksmithing. No. Hier ist wieder Healing und wieder Dings. Ah, Damage und Healing. Okay, die Hände zum Beispiel. Könnte sein, dass sie sich streiten, die Leute. Da haben wir ein Hit-Rating dabei. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier... Ich gehe mal schnell durch die Sets. Schauen wir uns gleich an, ja? Verschiedene Schuhe vom Set, aber auch normale Schuhe nochmal mit Damage. Dann sind wir schon bei Dings. Oh, die sind gar nicht mal so viel besser. Verglichen mit denen aus BFD. Überleg mal, wie stark die BFD-Items bitte sind. Die BFD-Schultern haben 8 Agi und 10 Ausdauer. Und die Dinger hier haben 14. Oh, Dagger-Skill. Die Sets gucken uns gleich an, keine Sorge. Nochmal Leder mit hier Hit-Rating. Und aber auch mit Melee-Hit-Rating. Und mit Spell-Damage drauf. Wäre ein ganz gutes Spell-Hanser. Lederer, ne? Der Stab ist immer noch Biss. Nee, der Stab ist nicht mehr Biss. Der Stab ist Biss, bis du den Dagger hast wahrscheinlich. Attack Damage gegen Mechanical Units. Finde ich gut. Lustiges Item. Da haben wir einen Gürtel mit Crit-Rating drauf. Einmal mit Major Damage drauf. Set-Items. Hier ist nochmal 21 Agi-Hosen. Not bad. Holy. Die Hosen haben 21 Agi und 5 Stärke. What? Ist das ein Druiden-Set? Die Sets gucken wir gleich an. Ich sag's immer wieder, aber gucken wir gleich an. Minus 10 Fire-Riese. Ja, einfach random. Die heißen halt Petrus-Bill-Pants. Machen halt Petrol. Die sind in Petrol eingetaucht. Da darfst du nicht zum Feuer hingehen. Deswegen macht minus 10 Fire-Riese Sinn. Ist einfach ein cooles Gimmick, finde ich. Also sowas mag ich an Classic. Solche weirden Items einfach. Finde ich cool. Was hatten wir hier noch? Hier hatten wir nur Spell-Dinger. Ne? Spell gucken wir gleich an. Dann haben wir Crit auf Schultern und Nature Damage. Attack Damage Mail Armschienen. Mail Hände. Hier ist ein guter Gürtel. Und ich denke, dieser Gürtel ist vor allem für Enhancer, die 2 anspielen wollen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Natürlich auch für 2 an Krieger. Aber ich denke, vor allem Enhancer werden davon gut profitieren. Right. Das sind alles Items aus Gnome Regalen, genau. Nochmal Hit Rating. Also Hit Rating wird man eine Menge kriegen. Und es sind keine Base Stats drauf. Aber der ist halt genauso wie Edge Master. Also Edge Master haben auch keine Base Stats, waren trotzdem die besten Handschuhe im ganzen Game. Ja. Das ist ein Edge Master. Keine Stats, nur plus Dings.
die besten Handschuhe. Weapon Skill Skalierung ist halt extrem gut, ne? Ich bin auf Living Flame. Und Allianz spiele ich gar nicht mehr. Ich spiele nur noch auf Living Flame jetzt. Allianz habe ich gequittet. Random Hosen mit 6 Defense drauf. Und jetzt kommen wir auf Platte. 12 Stärke Schultern. Not bad. Das sind Hände. Holy Spells. Schockerdien, ich sag's euch. Schockerdien wird ein Ding werden. No joke. Nochmal Critical Strike drauf. Spell Damage nochmal. Auch wieder Schockerdien, by the way. Junge, Schockerdien wird böse. Holy moly. Schockerdien ist wirklich lustig. Also ich glaube, Schockerdien kann richtig Fun machen. Ja. Nochmal Damage und Healing. Und das waren die Items. Aber, wie gesagt, ich wollte gerne die Sets einmal mit euch durchgehen. Denn das würde nämlich mehr Sinn machen, wenn wir einmal auf die Sets schauen. Und die Sets werden in Tokens gedroppt, genau. Also die Sets sind in Tokens gedroppt, nicht als Items. So. Hier müssen wir einmal so machen. Und das sind nämlich diese Sets, die hier drin sind. Und da gibt es einige von. Das hier ist zum Beispiel die Cloth Sets, die Shoff Sets. Und da haben wir einmal dieses Robenset mit minus 5 Stamina. Und der Effekt ist einfach Spell Damage. Mehr nicht. Und Hit. Crit. Und das sieht aus wie ein Damage-Ding, eventuell für Mages. Komischerweise haben die überall minus Stamina und Agi mit drauf. Dann haben wir hier noch ein Set mit Healing. Das wird das Heiler-Set sein. Einfach mit Mana-Rack und Spirit. Ich denke, das ist ein Priester-Ding. Und das Gute ist, es gibt ja die Tokens. Es gibt ja die Tokens. Und die Tokens kannst du für Dings einlösen. Egal was für ein Set. Also kannst du dir auch das Heiler-Set kaufen als Mage, wenn du willst. Und das wird nochmal ein Tank-Set sein, right? Mit mehr Stamina drauf und... Aber hier frage ich mich, warum sollte ein Mage nicht das hier tragen wollen? Guckt euch mal den Set-Effekt an. Eine 10% Chance, 40% Damage zu bekommen. Also Spell Damage. Das wird ja dauerhaft aktiv sein. Also ist doch eher die Theorie, dass sich jeder das Ding holt, oder? Das ist doch viel besser als das hier. Oder sehe ich es falsch? Naja, man wird es sehen. Der Dreier-Set bei dem hier ist einfach nur aus 11 Spell Damage. Also das hier wirkt viel, viel besser. Die Spell-Damage-Werte sind zu niedrig. Die sind schon fast auf dem Molten Core-Level. Ich finde, die sind sehr, sehr hoch, ehrlich gesagt. Also, ich finde die sehr hoch, die Spell-Damage-Werte. Aber sowas von. Dann haben wir hier die Lederdinger. Und hier ist nämlich so die Frage. Also das Set... Beim ersten Set hast du Hit, das stimmt natürlich. Das ist auf jeden Fall für Rogues und für Feral-Druiden. Aber ich habe so eine Theorie, dass Krieger vielleicht das Lederset tragen. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Ich habe die Theorie, Krieger können Ledersets tragen. Weil das Plattenset nicht so stark ist. Und ich meine, hier sind sehr gute Stats mit drauf, ne? Ich kann mir vorstellen, dass man die Hosen und die Brust trägt als Krieger und dann irgendwelche anderen Schuhe mit dazu. Weil du brauchst nur den Zweier-Set-Bonus. Wäre eine Theorie. Und dann haben wir hier nochmal... Man hat nur zwei davon tatsächlich. Das Caster-Set. Was komischerweise ein... Wenn du Leder eintauschen darfst als Krieger, vielleicht kann man sie gar nicht nehmen, die Items. Das stimmt. Vielleicht kann man nur Platte eintauschen, ja.
Und hier ist das Ding, hier ist Damage, Crit-Chance für Druide mit drauf. Also das Ding ist ein reines Druiden-Set. Für die Eule. Finde ich auch sehr interessant. Mit Arcane Spell Damage und so. Dann sind wir auf Mail. Und Mail hat Mana Rake mit dabei. Was wahrscheinlich Richtung Enhancer geht. Das Ding hier. Vielleicht auch Enhancer Tank sogar. Und das ist das Mail-Set. Wieder ein Hit-Rating, wieder Chance, dass du Mana, Mana generierst. Und dann haben wir das Caster-Set. Wobei ich mich aber die ganze Zeit frage. Oh, warte mal. 0,2 Sekunden weniger Caster auf dem Lightning Bolt. Das ist ein sehr gutes Set. Also ist wirklich für ein Ele-Shaman. Aber ich frage mich die ganze Zeit. Was trägt ein Heal-Shaman? Trägt ein Heal-Shaman das... Das Ding hier? Wahrscheinlich. Das hier gar nicht. Da ist auf jeden Fall mehr Ad-Heal drauf. Also irgendwie fehlt mir Heiler-Set auf Leder. Und mir fehlt ein Heiler-Set auf Mail. Eventuell kommt es noch rein, aber es gibt es aktuell nicht. Ne? Es sind sehr wenig Sets mit dabei. Kein Heal-Shaman-Set und kein Heal-Druiden-Set. Ich meine, vielleicht kommt es noch, aber aktuell hast du auf jeden Fall mehr Ad-Heal, wenn du das Stoff trägst. Als Heiler. Mal sehen. Und dann sind wir auf der Platte. Und hier ist nämlich so die Sache. Diese Schuhe sind solide. Aber der Set, das Set-Bonus ist halt absoluter Mist. Defensive bringt dir gar nichts als DD. Und deswegen denke ich, man würde wahrscheinlich Brusthose als Rogue tragen. Also Leder tragen. Weil dieses Set ist wirklich nicht gut. Für einen DPS-Krieger. Und dann ist die Problematik, du hast das Dreier-Set auf 1% Hit-Rating. Und bei Leder hast du das Dreier-Set auf 2 Set-Teile. Das Hit-Rating auf 2er-Set. Wird auf jeden Fall spannend werden. Ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass man irgendwie noch Items aus BFD in seiner Bissliste mit drin hat. Am Ende. Vor allem, was jetzt so Set-Items angeht. Ne? Also die Set-Items, ich hoffe, da wird noch ein bisschen was gemacht. Die sehen nicht so gut aus. Vor allem, wie gesagt, nicht für Heiler. Und auch nicht für einen Tank-Paladin und so. Das hier ist, wie gesagt, ein Schocker-Dien-Set. Legit. Da ist wieder dabei Crit-Chance für Holy Shock. Ähm, 100 neue Items haben wir hier auch, ja. Ich meine, wir können ja gerne mal zählen. Aber es fehlt ja noch einiges. 1, 2, 3. Wollen die mal durchzählen? Sind es 100 Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 4, 5, 6. Also es sind über 100 Items jetzt schon. Und dann hast du nochmal 20 Berufs-Items. Es sind über 100, aber es fehlt irgendwie eine Menge. Also zum Beispiel ein Retri-Paladin. Ein Retri-Paladin geht komplett leer aus. Ein Heal-Druide geht leer aus. Ein Heal-Shaman geht leer aus. Die haben alle nicht wirklich Sets, die sie gut machen. Link schicke ich dir, ja. Das ist so das Ding. Und nochmal PvP-Items mit dazu. Aber das sind auf jeden Fall die neuen Items im Raid raus, inklusive der Dinger. Ich finde, es sieht insgesamt ganz cool aus, aber als Krieger zum Beispiel würdest du zum Beispiel niemals das Plattenset tragen. Right. Ich denke, das Lederset ist besser. No joke. Aber man würde sehen, wie es dann am Ende aussieht. Right. Genau, die Healer müssen sich halt wieder die Stoffsachen anziehen, was halt irgendwie doof ist. Also wenn ich jetzt irgendwie einen... Wenn ich ein Heal-Shaman wäre, würde ich gerne ein Heal-Shaman-Set tragen und kein Stoffset. Wisst ihr, wie ich meine?
Die Items aus dem Arati-Becken fehlen. Die sind... Das ist nur die Raid-Items. Arati-Becken hast du natürlich noch mit dazu. Du wirst natürlich noch hier... diese Schuhe haben und den Kram. Klar. Oder die... Nee, das ist Level 60er-Item-Kram. Und PvP-Items kommen auch noch. Auf Schlingen und Tal. Aber das waren die Raid-Items. Über 100 Raid-Items. Plus Berufe-Items gibt es auch noch.